Ja, grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Bit und herzliche Grüße wie immer aus dem sonnigen Paraguay. Dahinter könnt ihr einen Teil von unserem Quincho sehen, weil da kamen auch viele Anfragen. Mensch, Bit, wo sitzt du da immer? Also man kann es etwa sehen. Da werde ich noch extra Film drüber machen. Also bleibt dran, das heutige Thema. So, also heute habe ich mich etwas auch hingesetzt in unserem Gästegarten. Da kann ich euch gerne präsentieren. Schön das Wetter, leicht bewölkt. Deshalb kann man sich ja draußen hinsetzen und es ist wirklich ganz schön unter der Palme zu sitzen. Und sozusagen gerne eure Fragen beantworten. Also wie gesagt, es gibt 3 oder 4 Fragen, die ihr nochmal gefragt habt. Und da werde ich diese gerne euch in diesem Video beantworten. Also bleibt dran. Also es geht weiter um Einwanderungshilfe, weil viele von euch da auch viele neue ständig dazukommen. Vielen Dank an die neuen Fans. Fragen mich natürlich wegen der Einwanderungshilfe. Klar, die Einwanderungshilfe machen wir auf jeden Fall. Und ich habe immer gesagt, okay, ich habe 18 Jahre Erfahrung, ich persönlich 18 Jahre Erfahrung in Paraguay. Und dass man nicht alles alleine machen kann, logischerweise. Ja? Daher haben wir unser Team gebildet. Ja, das heißt also, wir suchen uns immer wieder Leute, die auch auf ihren speziellen Gebieten, also wirklich professionelle Tätigkeit leisten. So, und das kommt natürlich sehr zugute euch. Also die Erfahrung, die ich hier in Paraguay habe, gebe ich an euch letztendlich in Anführungszeichen wieder zurück. Das ist der Sinn der Sache, wo wir natürlich damit auch Erfolge haben, wo wir also in einer Gruppe, in einem Team zusammenarbeiten. Daher, ja, die Einwanderungshilfe machen wir. Dazu gehört natürlich auch die ganzen Einwanderungsdokumente, wie ich schon in dem oben verlinkten Video gemacht habe. Da werde ich euch hier nochmal, falls ihr noch nicht gesehen habt, einfach nochmal verlinken. Also dazu gehört noch die Daueraufenthaltserlaubnis, ja, und der paraguayische Personalausweis. Selbstverständlich, ja, dafür nehmen wir Geld. Also wir können nicht alles umsonst machen. Das ist auch logisch. Viele von euch fragen ja, Pit, aber ja, du nimmst ja auch Geld. Ja, logisch. Also keiner arbeitet umsonst, auch du nicht. Du auch nicht und ich auch nicht. Aber wie gesagt, das eine ist die Einwanderungshilfe und die andere Sache ist die Basisinformation, die ich euch gerne weitergebe, auch in diesen Videos. Okay? Ja, da sehe ich ja auch, dass das einige von euch gefragt haben, Pit, warum machst du Videos nicht, die letztendlich für Paraguay sprechen? Ja, also letztendlich positive Sachen. Ja, warum ich das nicht mache? Ganz einfach. Also jeder von euch, ja, muss die Entscheidung über eine eventuelle Auswanderung auch alleine treffen, ohne meine Hilfe. Ja. So, wir sind wie gesagt vor 18 Jahren ja ausgewandert und bis jetzt haben wir keinen einzigen Tag es bereut, dass wir es ausgewandert sind. Aber wie gesagt, es gibt wieder Ausländer, es gibt wieder Deutsche, die natürlich schon längst wieder in Deutschland zurück sind. Ja, es gibt wie überall auf der Welt Leute, die Erfolg haben und Leute, die einfach scheitern. Und das ist ja das Problem, warum ich ja keine nur Plus-Videos mache, also nur von Vorteilen, weil letztendlich, ihr müsst alleine nach Paraguay kommen,
und das Ganze zu beurteilen. Und das wird ihr so oder so nicht machen in einer, zwei oder drei Wochen oder sogar in einem Monat nicht. Und wenn ja, muss man natürlich auch dazu stehen. Also auch die lange Zeit und nicht zuerst das Geld ausgeben. Klapp, 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 das geht ja einfach. Und dann schauen wir, wovon wir leben werden. Das mache ich, wie gesagt, habe ich schon versprochen. Das nächste Video sicherlich, wovon man lebt, weil das ist auch ein Thema, wo sehr, sehr, sehr viele von euch ja fragen. Klar, man arbeitet meistens in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich oder sonst wo. Und wenn man nach Paraguay kommt, ist die Möglichkeit natürlich ja nicht gegeben. Es sei denn, man macht natürlich Online-Business, was man auch von Paraguay aus gerne machen kann. So, da fragen mich weitere Personen, Pit, gibt es so ähnliche Seiten wie Autoscout in Deutschland? Also grundsätzlich gab es vorher auto.com.py, aber das glaube ich funktioniert nicht mehr oder nicht richtig. Auf jeden Fall die größte Seite, auch was Immobilien angeht, Auto und andere private Sachen, ist die Seite classipa.com. Also wenn ihr Classipa Paraguay eingibt, ich gebe euch in der Videobeschreibung unten auf jeden Fall, packe ich den Link mit ein. Da könnt ihr einfach draufklicken und da seid ihr direkt auf der Seite. Klar, ist das alles auf Spanisch. Deshalb kommt es euch vielleicht etwas Spanisch vor, aber so ist es ja einfach. Ja? Man muss die Sprache halt beherrschen. So, dazu gibt es noch, muss man auch erwähnen, Wochenblatt, gebe ich auch den Link da unten. Das sind, soweit ich informiert bin, Übersetzungen aus der paraguayischen Presse, Übersetzungen ins Deutsche. Ja klar, man macht sich ja einfach. Okay, für den Anfang ist es sicherlich eine Hilfe. Nochmal ganz kurz zum Thema Auto. Also auf jeden Fall, Autokauf macht man auch über den Notar. Ja, also auf diesem Portal Classipa könnt ihr unter gewissen Rubriken natürlich viele Sachen, also wenn es um Auto geht, natürlich Auto finden, gebrauchte Autos. Und die meistens auch von Privatleuten angeboten werden, aber natürlich auch von Händlern. Und wie gesagt, dazu gehört auch der Notarvertrag und die entsprechenden auch Dokumente zu dem Wagen. Okay, aber das nur am Rande. Fragt ihr auch, wo kann man übernachten, Übernachtungsmöglichkeiten? Ja, okay, wir haben also im Prinzip eine kleine familiäre Pension, also mit zwei Zimmern, mit dem Quincho, was ich ja vorher schon kurz erwähnt habe. Also man kann es bei uns natürlich auch übernachten. Wir sind am Rande der Stadt Pirerbebuy in dem Departamento Cordillera. Da blende ich euch so eine kleine Google-Karte ein, damit ihr ungefähr wisst, wo wir uns ja befinden. Das ist eine gute Autostunde von der Hauptstadt entfernt und vom dem internationalen Flughafen Silvio Pettirossi, was sich in Lucca befindet, also auch am Rande von der Hauptstadt Asunción. Also von daher, die Lage ist es gut, das ist so eine Höhenlage, also kommt immer frische Luft hier und wir fühlen uns ja ganz wohl. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und etwas weitergeholfen bei den Fragen. Falls ihr wieder Fragen habt, stellt diese auch unten in den Kommentaren, am besten mit einem Hashtag oder halt über E-Mail bzw. über WhatsApp oder auch Telegram. Alle Kontaktdaten habt ihr unten in der Videobeschreibung. Also es lohnt sich ab und zu mal reinzuschauen. Und sonst gebe ich selbstverständlich auch wie immer Links weitere empfehlenswerte Videos aus unserem Kanal. Macht's gut, passt auf euch auf und wir sehen uns sicherlich im nächsten Video. Danke, ciao, ciao.